Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Diesmal mit einem sehr frühlingshaften Video. Ich zeige euch nämlich heute ein paar Spring Outfits. Ich habe das schon mal gemacht, ich glaube vor 2 Jahren. Und ich selber liebe auch immer Outfit-Inspo-Videos, deswegen dachte ich, starten wir in diese Frühlings-Sommerzeit jetzt mal mit einem Outfit-Inspiration-Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und das Ganze ist heute gesponsert von Crocs. Crocs hat neue Sandalen rausgebracht und zwar die Brooklyn-Sandalen. Leute, die sind so unfassbar cool. Das sind so cleane Plateau-Sandalen in verschiedenen Formen und Farben. Hier habe ich einmal so einen schönen beigen. Und Leute, die haben so eine geile Sohle. Dann haben wir einmal hier diesen Style. Ihr seht, die sind extrem zeitlos, gehen einfach immer so eine schwarzen. Ich glaube, das hier und das hier sind auch meine Favoriten. Ich glaube, das hier ist wirklich mein Favorite-Shoe. Und wirklich, wenn ihr die Sohle fühlen könntet. Ich glaube, man kann den ganzen Tag easy darin laufen. Und dann gibt es noch diese beiden hier. Wie gesagt, es gibt von allen ein paar mehr Colorways. Also klickt auf jeden Fall mal in den Link in der Infobox. Dort könnt ihr euch dann einfach mal durchklicken und schauen, was für ein Style am besten für euch geeignet ist. Und ich weiß, dass Crocs super beliebte Schuhe sind. Es ist einfach super cool, dass sie jetzt auch solche Sandalen haben. Es ist auch aus so einem Gummimaterial hier, also super angenehm zu tragen, schneidet nirgendwo ein. Ich mag auch hier diese Khaki-Farbe, muss ich sagen, sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt in so einem Rosé-Khaki-Erdton. Also ich finde generell schön, dass das so eine Erdtöne sind, die einfach so mit so vielen Outfits matchen. Man kann hier auch noch die Schnallen verstellen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr zu meinen gestylten Outfits sagt mit diesen wunderbaren Brooklyn-Sandalen. Ich habe euch hier auch nicht alle Colorways gezeigt, es gibt noch viel, viel mehr. Deswegen checkt, wie gesagt, den Link in der Infobox aus. Es gibt hier auch verschiedene Höhen vom Plateau. Also da könnt ihr auch mal schauen, wenn die euch ein bisschen zu hoch sind oder so, könnt ihr die auch ein flacher haben. Aber ich sehe gerade, das ist so eine Light Ride Foam Technology. Das heißt, das sorgt dafür, dass ihr einfach wie auf Wolken geht. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit meinen Looks. Ich merke gerade, ich bin fast passend angezogen zu diesen Boxen von den Schuhen. Starten wir zuallererst mit einem meiner Go-To-Outfits ever. Und ich finde, es geht immer und es ist so ein Outfit, da freue ich mich im Frühling mal mega drauf, es zu tragen. Und zwar für die bisschen kühleren Tage so einen gestreiften Pullover einfach. Den kann man ein bisschen oversized nehmen, aber auch ein bisschen enger. Und dazu dann eine Baggy Jeans. Richtig, richtig cool. In Kombination sieht es einfach immer so casual aus. Ich würde sagen, wir probieren den Look jetzt mal an und ihr könnt gespannt sein, was für Schuhe ich dazu kombiniere. So, das ist jetzt der fertige Look. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich habe jetzt dazu die beigen Plateau-Sandalen angezogen. Ich hasse das an Sandalen, dass sie immer so flach sind und dann meine ganzen Hosen immer auf den Boden aufstuken. Dieses Problem haben wir hiermit jetzt nicht mehr so doll. Und wirklich, ihr müsst mal darauf laufen. Ich trage übrigens in den Schuhen die Größe 38 bis 39 und ich habe auch 38,5 bis 39, also ist perfekt. Die sitzen super, super gut. Ich zeige euch gleich nochmal hier so ein paar Nahaufnahmen. Ich liebe diesen Look. Ich finde es richtig, richtig cool. Und auch so ein bisschen, falls es ein bisschen frischer wird, hätte ich noch eine Option. Und zwar könnte man hier, finde ich, noch sehr, sehr gut einen Trenchcoat drüber schmeißen. Und dann seid ihr ready to go. Ich finde es so cool. Outfit Nummer 2 wird so ein bisschen schicker. Ich werde hier ein langes Blümchenkleid, also so ein Midi-Kleid anziehen. Dazu diese Sandalen hier, die, glaube ich, meine Favoriten sind. Mal gucken. Und dazu eine Lederjacke. Und wenn ihr sehen wollt, wie das getragen aussieht, bleibt dran, denn ich bin jetzt ready. so schnell geht das. Nein, aber das hier wäre jetzt der Look. Er ist so, finde ich, noch ein bisschen zu sommerlich, weil im Frühling kann es gefühlt minus 5 Grad werden, aber auch dann irgendwie mal 25. Deswegen würde ich jetzt noch eine Lederjacke drüber schmeißen. Tada! Ich finde es richtig, richtig cool. Ich kann mich gerade gar nicht richtig entscheiden. Ich dachte ja die ganze Zeit, dass das hier meine Favorite-Schuhe werden. Ich habe übrigens auch ein bisschen breitere Füße. Also für Leute mit breiten Füßen sind die auf jeden Fall auch geeignet. Toll, ihr müsst mal in den Laufen. Die Sohle ist so krass bequem. Ich fühle mich gerade so wie meine Mutter. So einen Gangtest macht sie immer so beim Schuhladen. Ich glaube, ich mag die beigen doch einen Ticken mehr. Aber ja. Das wäre jetzt mein zweiter Look. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, es kommen jetzt noch einige Looks, welchen Look ihr am Ende am besten fandet. Bleiben wir mal kurz in dem schickeren Modus und gehen mit so einer, also das ist wirklich auch einer meiner Go-To-Looks, mit so einer Anzugshose, die einfach so ein bisschen weiter unten wird und ein richtig, richtig schönes, elegantes Top, was ich mir neu gekauft habe. Ja, wer will, kann natürlich auch wieder einen Mantel oder eine Jacke drüber ziehen.
Ich sehe das jetzt eher so ein bisschen als so einen Abendslook. Und dazu nehmen wir, denke ich, auch mal diese Babys hier. Mal gucken, wie das mit einer langen Hose aussieht. Okay, das ist gerade bis jetzt einer meiner absoluten Favorite Looks. Ich finde, das sieht so, so cool aus. Generell liebe ich den Look von weiten Hosen und Sandalen, die dann so ein bisschen rausgucken. Und weiß nicht, ist einfach ein bisschen so ein Hingucker. Es hat für einen selber so ein bisschen den Vibe, als würde man hohe Schuhe tragen, weil die meistens ja vorne offen sind und so. Und trägt einfach keine hohen Schuhe. Beziehungsweise irgendwie ja schon, weil es Plateau hat. Aber es ist super bequem und ihr könnt darin einfach den ganzen Tag aushalten. Das hier wäre wirklich so ein Sonny hat ein Meeting, Sonny hat ein Essen mit Freunden, Sonny will einfach ein bisschen schicker aussehen, Look im Frühling. Und ich bin super, super happy, dass ich jetzt so viele coole neue Sandalen habe. Ich glaube, das ist gerade mein Favorite Look und dann kommt Look 1. Ich bin super gespannt, was ihr gleich sagt, denn es folgen noch ein paar Looks. Das nächste Outfit ist auch eins meiner absoluten Favorites. Ich ziehe mir so ein kleines Korsett an. Dann dazu ein Satin-Set. Ich habe mich jetzt einfach mal für eine Cremefarbe entschieden. Ich liebe es am meisten, glaube ich, im Schwarz. Aber damit jetzt nicht hier zu viele dunkle Looks sind, einmal in Beige. Und ich bin sehr gespannt, was ihr gleich sagt. Und was für einen Schuh ich dazu kombinieren werde. Ich glaube, so haben mich viele von euch schon mal gesehen. Ich liebe diesen Fit einfach über alles. Das ist einfach so ein richtig chilliger, ja, für so einen lauen Frühlingsabend-Look, wenn man so im Park spazieren geht mit dem Hund oder so. Und eben auch mit diesen tollen Sandalen. Was ich an den Sandalen sagen muss, was mir super gut gefällt, ist, dass ihr halt absolut keine Möglichkeit habt, hier rauszurutschen. Denn sie gehen auch über den Hacken. Das ist einfach so komfortabel. Ich glaube, das sind bis jetzt die allerbequemsten Schuhe, weil die einfach perfekt sitzen und wirklich gar nicht runterrutschen. Die anderen sind ja eher so zum Reinschlüpfen, so für den Beach oder wenn es mal irgendwie ein bisschen schneller gehen soll. Wobei man hier auch super easy reinkommt. Ich habe nicht mal die Verschlüsse aufgemacht. Also es gibt hier so Verschlüsse. Ich zeige euch gleich nochmal Details. Es gibt hier so Verschlüsse. Ihr könnt die also verstellen, je nach Fußgegebenheiten. Ich bin einfach so reingeschlüpft und es hat super gut funktioniert, weil das eben alles super elastisch und stretchy aus so einem gummiartigen Material ist. Auch wieder diese mega bequeme Sohle. Und ich persönlich dachte irgendwie, dass mir diese Farbe nicht so steht, aber ich muss sagen, ich bin sehr obsessed. Ich finde, das sieht einfach unfassbar cool aus. Und vielleicht sind sogar das meine Favoriten. Ich glaube, ich hätte davon gerne noch jede Farbe, die existiert. Aber Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mag irgendwie alle Looks. So, der letzte Look ist wieder so ein bisschen mehr Street-Style, beziehungsweise einfach so chillig mit seinen Freunden shoppen gehen in der Stadt. Ich habe hier so eine beige Cargo-Hose angezogen, dazu so einen Cropped-Strich-Sweater und dann einfach Schuhe, in die man easy reinschlüpfen kann. Keine Ahnung, vielleicht ist man ja am Schuhe shoppen und muss ganz schnell seine Schuhe wechseln. Beim Shoppen ziehe ich super gerne so Reinschlüpfschuhe an. Und man kann die auch wieder verstellen, was ich auch super, super cool finde. Ich glaube, die stehen mir am wenigsten, weil es einfach zu meiner Hautfarbe nicht so matcht. Vielleicht würde ich hierzu eher auch die beigeren anziehen. Ich zeige euch das hier mal kurz. Vielleicht würde ich wieder eher die hier anziehen. Ey Leute, wenn ihr fühlen könntet, wie bequem die sind. Schreibt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Welcher Look war euer Favorite Spring Outfit? Soll ich öfter mal Outfit-related Videos machen? Also euch wirklich mal ein paar Inspos zeigen, Inspos verlinken. Danke an Crocs für die Integration. Und ich glaube, von diesem Schuh hier hole ich mir noch die anderen Colorways, weil ich den wirklich, also mit dem bin ich geisteskrank obsessed. Geisteskrank. Ich glaube, der geht bei allen Outfits super, super gut. Und mir gefällt eben auch das, weil damit kann man dann auch sicher Auto fahren, würde ich sagen. Also ich mag das nicht so mit offenen Schuhen. Ich glaube, es ist auch gar nicht erlaubt, oder? Ist ja auch egal. Danke fürs Einschalten und schreibt mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren, was euer Lieblingsoutfit ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!